Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 in der Disaster Area. In der letzten Folge sind wir hier durch die Krähensiedlung gelatscht und haben uns mit ein paar wirklich garstigen Viechern angelegt. Wirklichen Ätz-Scheiß Krähendämonen-Viechern. Und das letzte Mal sind wir hier unten verreckt und deswegen hoffen wir, dass es diesmal ein bisschen besser läuft und wir zumindest dem hier schon mal ein bisschen Schaden verpassen können. So, einmal schön den Kopf schießen. Hilft ungemein. Ah, treffen hilft auch ungemein. Ah, jetzt pisst er wieder da unten durch die Gegend. Das ist das, was ich nicht wollte. Hallo. Yes. Ah, für den zweiten hat es nicht gereicht. Vielleicht können wir die Position ändern. Denn gegen einen von den Dingern zu kämpfen ist schon schwer genug. Na gut. Einen Treffer haben wir. Wieder auf der anderen Seite. Wo ist er? Wo ist er? Er hat sich aus dem Staub gemacht. Au, aber hier ist der andere. Können wir dem auch schon mal einen verpassen. Headshot. Und schon wieder den gemisst, Alter. Ich schieße wirklich nicht gut. So, ah, da ist unser Freund wieder. Wow, Alter. Stimmt ja, da könnt ihr auf die Idee kommen, zurückzuwerfen. Kämpfen die gegeneinander? Ich weiß es nicht. Oh fuck, der wird mich bestimmt versuchen abzuwerfen. Oder er springt einfach hier hoch. What the fuck? What the fuck? Scheiße. Ich hab jetzt auch mein Schild nicht parat. Oh Mann, okay. Vielleicht hätte ich auf den anderen schießen sollen, weil der machte mir irgendwie noch nichts. Obwohl, wenn ich den anderen aufschaue, hätte der vielleicht mich trotzdem angegriffen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lief das nicht gut. Eigentlich hatte ich ja noch zwei andere Routen, die ich überprüfen müsste, wo ich noch langen könnte. Aber mache ich erstmal hier weiter. Wieso komme ich eigentlich nicht hier in die Häuser? Wie soll ich da reinkommen? Oder in das andere da? In das, da komme ich auch nicht. Wieso kann ich hier eigentlich nicht drüber springen? Hätte auch geholfen. Ah, jetzt darf ich wieder gegen den kämpfen. Ja, wirf du nur. Backstab! So. Scheiße. Ja, meine Ausdauer war weg. Hat er brutal ausgenutzt. Das ist echt gemein, dass sie dann sofort werfen. Nein, sofort versuchen zu punishen. Aber es ist ja nicht so, als würde ich das nicht auch machen. So, und jetzt wirst du sterben. Scheiß Vieh! Ich hab gesagt, stirb! Also die werden mir noch Spaß bereiten, ey. Halleluja. Wenigstens noch ein kleines Präsent. No, okay. Komm schon! Okay. Boah, dein Ernst, Alter. War ja klar, gerade eben habe ich es so perfekt hingekriegt und jetzt spacke ich hier rum wie sonst was. Meine Fresse. Komm schon, es ist wirklich nicht so schwer. Siehst du? Nicht schwer. Abflug. Tja, und so lernt die Krähe fliegen. So, und den kann ich ignorieren. Okay. Okay, die Kletteranimation hat mich gerettet, weil ich kurz invincible war. Weil der hätte ansonsten genau mein Herz durchbohrt von hinten. Na, jetzt geht das wieder los. Ah, komm her. Scheiße.
Ah, scheiße. Ich habe versucht zu backstabben, aber es ging nicht. Nein, nicht runterfallen. Lol, wie das Ding da abpäst. Guck dir das an. Aber ist mir jetzt egal, da springe ich jetzt nicht hinterher. Ich wollte gerade sagen, zum Snipen ist es wahrscheinlich schon zu spät. So, und auf ein neues. Jetzt geht's wieder auf Dämonenjagd. Ach ja, stimmt, der steht erstmal hier oben. Pio! Diesmal haben wir getroffen. Noch ein zweites Mal. Okay. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich werde definitiv noch viele Pfeile brauchen. Ach, guck mal, da liegt auch noch was hier oben. Ah, da ist er ja. Komm her. Fuck, nicht getroffen. Der hat gesessen. Er hat es wieder aggro, läuft er wieder da rum. Na. Komm her. Na los, trau dich. Da ist er. Fuck. Jetzt aber. Wie ein richtiger Scharfschütze immer schön die Position wechseln. Damit der bloß nicht weiß, wo man gerade ist. Auch wenn ich nur zwei Positionen habe, was auch nicht wirklich clever ist. Oh lol, ich habe von irgendwoher Seelen bekommen. Keine Ahnung woher. Kannst ja mal versuchen, noch einen zweiten Schuss abzufeuern. Hat geklappt. Na gut. Ich will wenigstens so weit runter haben, dass ich ihn mit einem gezielten Angriff killen kann. Treffe ich den so? Ne, ich glaube nicht. Genau, geh. Ah, schade. Aber jetzt hat er echt nicht mehr viel. Ein guter Sturzangriff und er ist weg. Aber eigentlich will ich ja hier oben auf den Dingern landen, um da das Item noch zu holen. Das ist gefährlich, solange der andere noch lebt. Und es ist recht gefährlich, wenn beide noch leben. Yes! Guter Schuss. So. Mach du ruhig. Okay, den hätten wir. Dann jetzt ab auf dieses Ding. Dieses Ding. Und möglichst nicht von dem gesehen werden. Zumindest nicht, solange ich die Seele da noch habe. Oder, ja, dieser Gegenstand, der da liegt. Seele eines Meisters. Okay, cool. Sonst scheint er nichts zu sein. Gut, dann starten wir dem nochmal einen Besuch ab. Assassin's Creed Style. Hallo. Bam. Okay. Autsch, das war unnötig. Das war mega unnötig. Ich muss irgendwie gucken, hinter denen zu kommen. So ungefähr. Kann er killen? Ah, nein, weil ich wohl wieder keine Ausdauer habe. So. Ach komm schon. Jetzt aber. So. Fick dich, du Scheißvieh. So. Was haben wir hier noch liegen? Ach, der Drop von einem anderen. Ich weiß gar nicht, was ich da aufgesammelt habe. Ich glaube, ein Wunder oder so. Sah jedenfalls so gelblich-wunderig aus. Kann man hier noch irgendwas machen? Vielleicht. Aber jetzt jedenfalls nicht. So. Gucken wir mal. Kann ich mal noch nichts sehen. Ach, wir sind ja noch gar nicht bei den Wundern. Hier unten muss es irgendwo sein. Nein, 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 nein. Da.
Corona des weißen Pfads. Weiße Scheibe attackiert Feinde und kehrt zur Wirker zurück. Cool. Ein Wunderbumerang. Wieso nicht? Kann ich das logischerweise nicht austesten. Mal vielleicht beim nächsten Leuchtfeuer oder so. Mal gucken. Okay, wo bin ich hier? Auf der anderen Seite. Von diesem Gitter. Okay, cool. Dann schätze ich mal, das Gitter kann man jetzt auch aufmachen. Natürlich kann man das Gitter jetzt aufmachen. Das ist schon mal sehr gut. Das erspart uns eine Menge lästige Arbeit. Aber diesen anderen Häusern war ich jetzt noch nicht drin. Oh. Wir haben schon wieder Ekelpaketbäume. Und jetzt schon wieder. Gehe ich da rein oder darüber? Lästig. Jetzt gibt es hier schon so scheiße viele Wege. Finstergeist. Oh, wird man hier invasiert? Sieht so aus. Gehen wir erstmal hier lang. Hier ist ein Friedhof. Okay. Oh, ja, okay. Oh, das ist gut. Dass ich ihn jetzt eigentlich killen können. Ja. Ein junger Zweig, okay. Rustige Münzen. Was sich da drin wohl noch so abspielt. Da kommen wir bestimmt noch irgendwie hin. Die bauen das ja nicht einfach so irgendwo mitten in die Landschaft. So, daran gehe ich jetzt aber noch nicht. Ich gehe erst in diese andere Richtung, darüber. Die Bäume lasse ich einfach mal da stehen. Es sind nur noch Bäume. Ach, hier kann man wieder nach oben. Ernsthaft? Ich hätte einfach... Ah, oh, ich hätte einfach hier runtergehen können. Ah. Aber gut, dann hätte ich nicht das Wunder bekommen, ne? Und das würde man ja haben. Sollte man jedenfalls haben wollen, also. Gut, dass wir es gemacht haben. Wir sind zwar zweimal deswegen gestorben, aber egal. So, was haben wir hier noch? Ach, der Brunnen. Oha. Die wollen es wissen. Oh, fuck. Ich wollte eigentlich durchrollen, aber mein Timing war für den Arsch. So, was hat mir das jetzt gebracht? Ein Brunnen, toll. Aber da ist nichts. Oder noch nicht? Wer weiß, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch nur so eine Falle, falls man da oben runterfällt und so. Mit direkt mit diesen drei Raben zu tun. Lass mich in Ruhe. So, da hier ein Finstergeist sein soll, macht es Sinn, da die auch immer was Nettes für einen haben, eine Glut reinzuschmeißen. Wir haben ja genug davon. Geh mal subtil hier auf Seite. So, komm her, du Finstergeist. Aha. Every fallen man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker. Das ist definitiv kein Invasor. Ich wurde reingelegt. Oh, das ist einer. Sir Wilhelm? Das kenne ich irgendwoher. Oh, okay, er tritt. Ja, okay. Guter Start. Okay, was ist das? Finsterhand. Bullshit. Bastard. Hammer. Tust du nicht, Kumpel. Oh fuck. Oh fuck. Hier draußen will ich bestimmt nicht kämpfen. Oh Gott, das war dumm. Viel Punish. Reset. Alter, du Arsch. So, nimm den und den und den. Hehe, Blutung, mein Freund. Das kannst du nicht ewig durchziehen. Oh, das macht auch Schaden. Das ist scheiße. Was? Okay. Ich bin schneller, Kumpel.
So, bestimmt sich gleich wieder heilen oder so. Gut, wenn der das nicht macht, mach ich das halt. Fuck. So. Geschafft. Oh. Vorrichtungsschlüssel und Onyx-Klinge. Cool. Tja, Wilhelm, das hat nicht funktioniert. Ach übrigens, From Software, in Deutschland schreiben wir Wilhelm eigentlich mit W, aber egal. So ist es ein bisschen unique und nicht ganz so deutsch. Die Japaner stehen nämlich total auf die deutsche Sprache oder auf französische Sprache. Und auch unsere so Burgen und so weiter. So ganzes Kulturgut. Aber ich mag das nicht, wenn in irgendwelchen, also in Dark Souls noch okay, weil das ein sehr westliches Setting ist. Aber wenn man so schwer östliche Settings hat, gerade so im Anime-Bereich und so, da stört das mega, wenn du da so ein total kitschiges japanische Story hast und dann hast du da Leute rumlaufen, die irgendwie Heinrich heißen oder so. Das passt einfach nicht. Das ist einfach nur Slapstick, einfach nur Bullshit. So. Oh. Okay, cool. Ha, nett, dann haben die Bücher genau dahin gelegt, damit man nicht von der Tür, von dieser Treppe erschlagen werden kann. Das ist ziemlich cool. Ziemlich nett. So, ist hier noch irgendwas? Nee. Aber netter Miniboss, würde ich mal sagen. Wirklich cool. Bin auch super, super froh darüber, dass ich das geschafft habe, so first try. Also das gibt einem doch irgendwie schon ein geiles Gefühl, ne? Man ist was, man kann was. Nach so viel Dark Souls kann man sogar Dark Souls spielen. Also. Was? Nicht? Bullshit. Fuck you. Was ist das für ein Ding? Ist das diese Dings, die von dir geredet hat? Da hast du nicht ganz Unrecht. Wer immer das ist. War wahrscheinlich der Typ, der uns hergeführt hat, oder? Aha, wohin? Okay, bitte. Oh, dann ist das Ariandel. Okay, cool. Das sieht nach einem Aufzug aus. Der wahrscheinlich, genau, noch nicht funktioniert. Später. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Okay. Okay. Ich nehme mal an... Oh, das ist der einzige Weg. Okay. Ich nehme an, das führt zum Leuchtfeuer. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja. War nicht anders zu erwarten. So. Hier geht's dann auch weiter. Okay. Ich würde sagen, diesen ersten Part hier haben wir geschafft. Wirklich cool, das Ganze mal nicht über einen Bosskampf zu machen, sondern tatsächlich hier über so eine Art Miniboss, über einen Invasor. Ziemlich cool. So, wenn wir, wo wir schon mal hier sind, gucken wir mal gerade hier, was das hier für eine Diskuswerferei ist. So. Oh, egal. Woo! Okay. Cool. Spielt irgendwer von euch League of Legends? Echo? Q? Timewinder. Richtig nice. Wenn das Ding jetzt noch gut Schaden macht, ist es eine richtig coole Ability. Mal gerade vergleichen. Das Ding hat 15 FP Kosten. Blitzsperr 23. Dann ist Blitzsperr wahrscheinlich stärker. Ich wundere mich gerade, dass ich noch keinen großen Blitzsperr habe, aber vielleicht gibt es die gar nicht. Keine Ahnung. Also, ja, die Blitzsperre machen wahrscheinlich mehr Schaden, also nehmen wir die erstmal weiterhin.
So, aber ehrlich gesagt überlege ich, ob ich nicht noch zurückgehe und die anderen Richtungen erforsche. Ich denke, das mache ich mal, denn hier geht es offensichtlich noch weiter. Jetzt zurück zur Seilbrückenhöhle. Irgendwo weiter hinten gab es noch einen Pfad, wo ich nicht lang gegangen bin. Auch wenn es gut sein kann, dass er einen nur wieder zurückführt, aber vielleicht liegt da noch irgendwas, keine Ahnung. Deswegen lasse ich jetzt erstmal ein Stück zurück. Und über die Brücke, ich habe irgendwie so langsam das Gefühl, dass man gar nicht über die Brücke laufen kann. Dass man da vor der Kirche dann steht und kommt da nicht rein. Denn dann wäre man ja gezwungen, diesen anderen Weg zu finden und runter zur Siedlung zu laufen und da erst alles zu machen. Ist so in Dark Souls typischer Manier, macht das Sinn. Oh, ups. Ich wollte eigentlich mein Schild heben. Naja, okay. Kleine Lightshow, wieso nicht? Ja, genau, da oben, da waren wir noch nicht. Oha. Sehr schneeig. Very Jon Snow. Dieser Baum ist nur Deko. Okay. Dieser Typ ist tot. Und die Bäume hier sind bestimmt nicht Deko. Der hier schon. Aber der da vorne bestimmt nicht. Schwarze Feuerbombe. Oh ja, das mögen die bestimmt gar nicht. Oh. Okay. Das ist die peitschende Weide. Das ist die peitschende Weide. 100 Pro. Jetzt ist es eine tote Weide. Lass das. Jetzt bestimmt greifen. Ja. Darauf haben wir uns vorbereitet. Ah, sieht aber so aus, als ist das ein anderes Gebiet. Das Ding lebt nicht. Das ist positiv. Musst du nicht sterben. Das kannst du. Okay. Oh, Wölfe. Hallo. Bleib doch ruhig liegen. Hab ich mal durch? Danke. Danke. Oh shit. Oh shit. Damit sehen wir auch mal, was die Feuerdinger machen, ja? Oh, genau dasselbe, okay. Schade. Ich dachte, da wäre wenigstens ein bisschen Varianz drin. Was mit dem scheiß Feuer da? Erstmal was trinken. So. Nochmal geht das nicht. Zack. Zack, zack. Jetzt will die greifen. Ja. Oh, noch mehr Wölfe. Noch so ein Scheißbaum. Also oben geht's definitiv noch weiter. Nein, da stehe ich nicht so drauf. Ich trinke aber lieber nochmal was. Ich weiß natürlich nicht, wie hoch diese Range ist von diesem Griff. Aber ich will es natürlich auch nicht rausfinden. Oder zumindest auf die harte Weise rausfinden müssen. Okay, da geht es definitiv noch runter. Also gucken wir erstmal mit diesem Pfuhl hier, was da noch so ist. Ätzviecher und ein Item. Und das Item interessiert mich. Oh Gott, das war dämlich. Aber zum Glück sind die Viecher genauso dämlich wie ich. Gefrorene Waffe, okay. Ich hab's damit gerechnet, dass da irgendein Bullshit liegt, aber das hört sich sogar nice an. Irgendeine Enchant. Können wir uns später mal angucken. Wenn ich das überhaupt casten kann, weil wenn das da eine gewisse Intelligenz voraussetzt, dann ist das schlecht. So, den haken wir direkt aus dem Weg. Der scheint sich gar nicht erst für uns zu interessieren, also hat er bestimmt nichts dagegen, wenn wir den einfach so kaputt hauen. Oh. Bäume! Vielleicht können sie eigentlich gönnen, wenn man hinter denen steht. Das ist nur eine Theorie, aber. Kann ja auch mal recht haben. Ah, Wölfe. Ich gehe ein bisschen zurück. In der Hoffnung, dass mich die Bäume dann nicht mehr treffen können. Hm. Und da ist ja noch einen, den habe ich noch gar nicht gesehen. Autsch. Halt dich da raus.
So. Jetzt müsste ich ihn einfach weghauen können. Ja. So. Mit denen kümmern wir uns auch noch. So. Also hier ist noch deutlich mehr in diesen Schneelanden. In diesem Wald hier. Gott, das ist schon wieder so scheiße weitläufig. Ich weiß schon gar nicht, wo man anfangen soll. Einfach mal runterlatschen. Oder wisst ihr was? Ich bleib einfach mal hier oben, damit ich auch wirklich... Nicht, dass ich mich total verwurscht und dann nicht mehr weiß, wo ich bin. Und deswegen gehe ich einfach mal hierhin zurück. Mach sieh mir diesen tollen Wald an. Beobachte diese wundervollen Tiere, die ich leider umbringen musste. War nicht meine Entscheidung. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Episode Dark Souls 3 wieder an dieser Stelle wieder und latschen hier diesen Hang hinunter und hoffen, dass wir in nichts rein stolpern, was uns umbringen will. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.